Das ist eine große Ehre für mich, dass ich den entgegennehmen habe dürfen. Und besonders, weil es halt von den Sportlern selber so gewählt worden ist. Eigentlich war das eine extrem schwierige Wahl, weil ich meine, das hat für mich war der Andi oder der Arndt, Vicky, da waren so viele Momente dabei oder die Laura speziell auch, die für mich wichtiger waren als Sportfan, als jetzt halt das Kitzbühel. Deswegen, ich freue mich natürlich und ist eine riesen Ehre für mich, aber ich finde, dass da eigentlich ich finde es immer schwierig, dann da das so zu sagen, da gibt es einen. Ich finde, dass da jeder, der da den goldenen Ski gekriegt hat, ist da eigentlich ein Spiel-Skisportler des Jahres. Druck macht es mir keinen, weil Druck mache ich immer selber. Egal, was Medien sagen oder letztendlich macht man sich selber die Ziele, setzt man sich selber die Ziele, was man erreichen will. Der Fokus liegt jetzt erst einmal auf Lake Louise für uns, für mich speziell, weil das der Weltcup-Auftakt ist, was die Abfahrt und Super-G angeht. Und ich denke dann immer von Rennen zu Rennen. Ich glaube, dass es verkehrt ist, wenn man sich jetzt halt schon Gedanken über WM macht oder Kitzbühel.